Herzlich willkommen zum Forum Betriebsökologie des Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Was wollen wir eigentlich heute besprechen? Wir haben eigentlich eine steile These, die ein Widerspruch in sich ist. Und ich habe sie mal aufgeschrieben. Keine Kultur ist auch nicht nachhaltig. Was meine ich denn damit? Ganz oft, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit und Kultur sprechen oder und mit den Akteurinnen uns auseinandersetzen, herrscht so ein bisschen vor, so ein Gefühl, ja, das ist auf der einen Seite extrem wichtig und auf der anderen Seite könnte es ja vielleicht bedeuten, dass wir in Zukunft Kultur gar nicht mehr so machen können, wie wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und das führt bei vielen Akteuren manchmal zu so einem Gefühl von, ja, wenn ich meine Emissionen halbieren muss, dann halbiere ich einfach meine Produktion oder meine Aufwände. Und wir wollen versuchen, im Aktionsnetzwerk genau das zu beweisen, dass es nämlich eben nicht die Antwort ist, weniger Kultur zu machen, sondern einen Weg zu finden, wie wir Kultur in Zukunft anders machen. Wir sind das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Sie haben wahrscheinlich schon von uns gehört. Wir sind maßgeblich gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wir verstehen uns als spartenübergreifende Anlaufstelle für das Thema Betriebsökologie in Kultur und Medien. Wir haben Stand heute 35 Partnerinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das ist spannend. Also wir sind jetzt kein vertikal integriertes Netzwerk, sondern die, die bei uns dabei sind, kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber es eint sie eben ein Thema, eine Frage, nämlich wie kann das in Zukunft gehen mit der Nachhaltigkeit in der Kultur? Und die Idee des Aktionsnetzwerks ist hier eine zentrale Anlaufstelle zu sein, die eben diese Fragen vielleicht nicht sofort beantworten kann, aber Prozesse initiiert, aufsetzt, die den Akteurinnen hilft, diese Schritte zu gehen. Und es geht wirklich um Schritte, die gegangen werden sollen. Das Aktionsnetzwerk veröffentlicht keine Studien, wir machen keine Umfragen, weil wir das Gefühl haben, das haben wir ja alle schon gemacht. Ja, wir müssen jetzt nicht mehr fragen, wie wichtig ist das, sondern wir müssen uns fragen, wie kriegen wir das hin? Und deswegen auch dieses Aktion im Aktionsnetzwerk. Also es geht um die Aktion, um was für Aktion geht es denn eigentlich? Wir haben uns einen Fokus rausgenommen. Und dieser Fokus ist die Betriebsökologie. Das ist ein bisschen sperriges Wort. Und ich werde Ihnen mal sagen, was die Betriebsökologie nicht ist. Wir kümmern uns nicht im Kern um Themen der sozialen Nachhaltigkeit. Nicht, weil wir nicht denken, das ist total wichtig. Inklusion, Intersektionalität, Diversität, unglaublich wichtige Themen. Aber wir glauben, das machen andere besser. Und das habe ich in den letzten 12 Jahren für mich gelernt, wenn ich mich um Nachhaltigkeit gekümmert habe. Es macht manchmal Sinn, einen Fokus zu haben. Die Betriebsökologie beschreibt das, was Sie brauchen hinter der Bühne, unter der Bühne, hinter den Kulissen, was Sie brauchen, um Kunst und Kultur zur Aufführung zu bringen, zu speichern, zu distribuieren. Also all das, was eigentlich dahinter passiert. Die Themen, mit denen wir uns da auseinandersetzen, da geht es um Kühlung, Lüftung, Heizung, Mobilität, Ressourcen, sehr, ich sag mal, harte Themen, um die wir uns beschäftigen. Neben diesen harten Themen haben wir aber auch gewisse Herausforderungen. Ich habe ja gesagt, wir wollen ehrlich sein und die Diskussion, die ich ganz oft habe, ist die Frage, schneidet das nicht in die Kunstfreiheit ein? Also sind Nachhaltigkeit und Kunstfreiheit nicht irgendwie so zwei Dinge, die vielleicht, wenn man sie mal konsequent bis zum Ende denkt, so ein bisschen eigentlich einen Zielkonflikt machen? Ganz viele denken, oh Gott, ich kann vielleicht gar nicht mehr in Zukunft Kunst, Kultur, Medien so machen, wenn ich das so in Zukunft nach den Regeln der Nachhaltigkeit tun soll. Und unsere Behauptung im Aktionsnetzwerk, und diese Behauptung wollen wir beweisen, ist, dass die Nachhaltigkeit und die Kunstfreiheit Hand in Hand gehen und im Gegenteil die Nachhaltigkeit, die Kunstfreiheit sogar absichert in Zukunft. Also wenn wir jetzt vernünftig verstehen, wie wir mit diesen Herausforderungen im kulturellen Sektor umgehen können, dann sichern wir auch, so ist unser Empfinden, die Kunstfreiheit dadurch. Dass sich das jetzt nicht sofort organisch anfühlt, liegt daran, dass wir es nicht erprobt haben. Aber es wird ein bisschen wie auf so einer Wippe sein. Wir werden das ausprobieren müssen. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam mit Ihnen, mit euch gehen wollen. Daran schließt sich an eine Vision. Die Vision, die wir haben, ist wirklich ja, eine kreative, eine klimaneutrale irgendwann vielleicht und auch eine zukunftsfähige Kultur- und Medienlandschaft. Und da gibt es Ziele, an denen wir uns orientieren. Aber das erste und wichtigste Ziel neben diesen großen Zielen, Klimaschutzziel der Bundesregierung, Pariser 1,5-Grad-Abkommen, das große Ziel, was wir eigentlich zeigen wollen, ist folgendes, nämlich das hier. Klimaneutral heißt eben nicht gar keine Kultur. Und das wollen wir zeigen. Das wollen wir mit unseren Partnerinnen zeigen, mit den Aktionen zeigen, mit Experimenten, mit Laboren, mit eben dem Tun, wie das gehen kann.
Und es geht auch nur über das Zeigen und das Ausprobieren. Das ist die Mission, die wir im Kern hier haben. Es ist in der Tat manchmal ein bisschen kompliziert. Sie kennen das, man fängt an, sich Gedanken zu machen und merkt auf einmal, oh Gott, verdammt nochmal, es geht ja doch immer irgendwie um alles. Ja, es wird dann immer sehr global. Die Welt, die Menschen, oh Gott, und man hat dieses nominos schlechte Gewissen, dass man vielleicht als kulturell handelnder Akteur, Akteurin einen großen Anteil an dem Zerstören dieses großen blauen Planeten hat. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, die auf der einen Seite einen großen Handlungsdruck bei den Menschen spüren lässt, auf der anderen Seite oft unterausgeprägt die Möglichkeit, Dinge dann wirklich zu tun. Und ich vergleiche das manchmal so mit dieser Idee der Mondlandung. Also klimaneutral ist für mich wie Mondlandung. Das ist die größte Aufgabe, die wir uns als Menschheit gemeinsam je gestellt haben, nämlich klimaneutral zu werden, Net Zero zu werden, im Rahmen der planetaren Grenzen als Menschheit zu existieren und nicht, hart gesagt, weil wir den Planeten schützen wollen, doch auch, aber hauptsächlich wollen wir ja uns schützen. Das ist die Realität. Und diese Mondlandung, für mich funktioniert das als Bild so gut, weil da ging es auch, wir haben uns entschieden, etwas zu tun und wir haben es dann auch irgendwie hinbekommen. Und das, glaube ich, ist ein bisschen auch unsere Leitlinie. Wir sehen Klimaneutralität in der Kultur als Mondlandung und viele der Technologien haben wir vielleicht noch gar nicht, aber wir werden sie in Zukunft haben. Und zwar nicht nur in der Kultur, sondern als Gesellschaft im Gesamten. Was wissen wir? Wo stehen wir denn eigentlich? Also was ist der Stand heute? Und da gibt es dieses deutschlandweite Ziel, 65% der Emissionen wollen wir bis 2030 eingespart haben. Das ist gar nicht mehr so lang hin. Wenn Sie mal kurz durchrechnen wollen, 2030, wir haben 2022, wir haben noch 8 Jahre, das jetzt hinzubekommen. 65%, das klingt erstmal hart, aber die Antwort der Kultur ist ja. Lass uns das machen. Lass uns gucken, wie das geht. Und ich glaube, das geht. Und ich sage Ihnen auch, warum das geht. Weil wir haben schon knappe 40% der Emissionen bis 2021 eingespart. Und wenn ich sage wir, dann ist es nicht die Kultur, sondern ist es die Gesellschaft. Das sind wir in Deutschland. Wir haben die Treibhausgasemissionen sinken lassen. Wir haben sie sinken lassen, hauptsächlich dadurch, dass wir den Strom anders produzieren, dass wir uns anders bewegen. Aber wir müssen noch viel, viel mehr schaffen. Aber es ist zumindest mal eine gute Nachricht. Also sind nicht von heute bis 2030 60%, sondern ein Großteil davon schon geschafft. Es fehlen uns noch, ja, gut gerechnet, es fehlen uns noch ungefähr zwischen je 20-25% in den nächsten 8 Jahren. Das ist aber sind schon mal schaffbarer als die reinen 60. Und jetzt kommt die Frage, wie schaffen wir das? Wie kommen wir denn eigentlich vom Wissen zum Handeln? Wie bauen wir die Brücke zwischen der Situation jetzt, die wir ganz gut beschreiben können, und einer Zukunft, die wir auch gut beschreiben können? Aber wie kommen wir denn da letztlich hin? Ich würde hier gern mal meine Oma zitieren. Das ist die Frau, die hier diese Hunde auf dem Schoß hat. Und dieser kleine Junge daneben, das bin ich, als ich sehr klein war. Und ich war in meiner Jugend ein sehr aufgedrehtes Kind und bin rumgeflitzt. Und meine Oma, die sehr lebensweiß war, hat mir gesagt, Jakob, wer es eilig hat, geht besser langsam. Weil ich hatte es immer eilig. Ich wollte immer, dass das jetzt schnell irgendwie alles funktioniert. Und ich habe mir das wirklich zum Leitbild gemacht. Und ich würde gerne jetzt mit Ihnen in den nächsten Viertelstunde, 20 Minuten einmal da durchgehen. Langsam durchgehen, weil wir haben doch keine Zeit. Also diesen Widerspruch auch ein bisschen aushalten. Weil, na klar, es ist irre kompliziert, was wir hier vorhaben. Und weil es so kompliziert ist, würde ich vorschlagen, wir machen es einfach mal einfach. Mein Vorschlag, ich sage Ihnen jetzt das Geheimrezept, das Aktionsnetzwerk, alle unsere Aktivitäten, die wir mit unseren MitgliederInnen, mit unseren PartnerInnen machen, orientieren sich an diesen drei Zahlen. Und mein Vorschlag, meine steile These ist, wenn Sie sich diese drei Zahlen merken, dann schaffen wir die Mondlandung der Nachhaltigkeit in der Kultur. Also merken Sie sich 1, 3, 5 und 7 und merken sich in der Tat diese 4 Zahlen. Was heißen die? Was steht da dahinter? Wir brauchen als allererstes eine Entscheidung. 3 Schritte, 5 Maßnahmen. Eine Entscheidung, die 1. 3 Schritte, die 3. 5 Maßnahmen, die 5. Erstens die Entscheidung und die Frage ist, wollen wir Transformation durch Desaster oder Design? Entscheiden wir uns für den Umbau und organisieren ihn mit einer Zielvorstellung, agieren oder reagieren wir auf das, was kommt, reagieren wir auf Rahmenbedingungen, die in der Zukunft sich natürlich deutlich verändern werden. Das ist die Frage. Also die erste Frage ist die Entscheidung. Wie wollen wir es machen? Jetzt erinnern Sie sich. 1, jetzt kommt die 3. 3 Schritte. Welche Schritte brauchen wir,
vom Wissen zum Handeln. Welche Schritte brauchen wir für die Kultur, für diese Transformation? Wir müssen erstens die Ziele definieren. Die Ziele sind relativ klar. Es sind bundesweite Ziele, es sind europaweite Ziele, es sind globale Ziele. Wir müssen die Ziele definieren. Wir müssen den Status bestimmen, wir müssen wissen, wo wir stehen und wir müssen Maßnahmen umsetzen. Das ist der Dreiklang, den wir hier sehen. Also, wir brauchen die Ziele, wir brauchen den Status und wir müssen die Maßnahmen umsetzen. Jetzt erinnern sich, eine Entscheidung, drei Schritte, jetzt kommt die fünf. Fünf Maßnahmen, wir brauchen dafür fünf Maßnahmen. Wir müssen in einem Sektor Experimente, Piloten starten. Warum Experimente, warum Piloten? Wir müssen es ausprobieren. Das hat noch keiner gemacht. Das ist ein bisschen wirklich wie die Mondlandung. Wenn Sie heute als Museum sagen, okay, ich nehme mir mal vor, mir meine Energieversorgung anzuschauen. Da gibt es wenig Beispiele. Da gehen Sie als Pionierin in einen Bereich hinein, wo wenig getan wurde bis jetzt. Oder als Theater oder als Bibliothek. Also verstehen Sie das, was Sie tun, als Experiment, Pilot. Und ja, ein Experiment, ein Pilot darf auch scheitern. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben ganz oft Angst, dass wir nicht gut genug sind und machen dadurch dann letztlich viel zu wenig. Und ich würde sagen, lassen Sie es als Experimentpilot definieren. Wir müssen Austauschnetzwerke initiieren. Es ist ganz wichtig, dass es keiner alleine macht, weil da kann eine Bibliothek kann vom Museum lernen, eine Filmproduktion kann vom Musikfestival lernen, eine Gedenkstätte kann einen Musikclub befragen, was habt ihr denn mit der Energie gemacht? Also lassen Sie uns früh das nicht als Einzelaufgabe verstehen, sondern wirklich gemeinsam machen. Dafür brauchen wir Daten, die müssen wir sammeln und verstehen. Daten, die wir einfach nur sammeln, haben keinen Wert, wir müssen sie auch verstehen. Wir müssen im Sektor Kompetenzen aufbauen, weil das ist nicht mal ebenso nebenher gemacht. Sie sind alle professionelle Expertinnen, sie sind Kuratorinnen, sie sind Regisseurinnen, sie sind technische Leiterinnen, sie sind, was sind sie denn alles? Aber sie sind wahrscheinlich die wenigsten von den Umweltmanagerinnen oder Verfahrenstechnikerinnen. Also wir müssen diese Kompetenzen aufbauen. Und damit das funktioniert, müssen wir als Gesellschaft dafür Ressourcen bereitstellen. Das kann nicht aus den Kulturtöpfen nur kommen. Das wäre aus meiner Sicht die größte Gefahr, wenn wir jetzt das alles aus der Kultur finanzieren würden. Und bin da auch schon bei einer gewissen Herausforderung. Was heißt das? Sie werden merken bei Ihren Projekten, die Sie jetzt starten, dass Sie so ein bisschen in diesen Dreieck hin und her springen. Ist das ein Wirtschaftsprojekt, weil Sie sparen ja Energie ein? Oh nee, ist es ein kulturelles Projekt, weil Sie sind ja praktisch eine kulturelle Institution? Oder ist es ein Umweltprojekt? Das heißt, wir brauchen in Zukunft diese Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, würde man sagen, der einzelnen Häuser, der einzelnen Haltung. Wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen die Kultur, wir brauchen die Umwelt dabei. Also, 1, 3, 5 haben Sie kennengelernt. Was ist die 7? Wenn wir es schaffen, jedes Jahr 7% einzusparen, dann erreichen wir wirklich diese 60%. Wenn Sie von jetzt an jedes Jahr, 8 Jahre lang 7% einsparen, dann erreichen wir die locker. Also, es klingt schon ein bisschen weniger als von heute auf morgen klimaneutral. Wie werden wir das machen? Wir werden uns die Maßnahmen, die wir umsetzen, werden wir uns anschauen nach ihrer Wirksamkeit. Wie wirksam sind sie? Wir werden sie anschauen nach ihrer Sichtbarkeit. Wir werden fragen, was kosten sie? Wir werden fragen, wie schnell können wir sie umsetzen? Und jetzt kommt die Besonderheit des kulturellen Sektors. Maßnahmen, Experimente, Pilote in der Kultur werden wir auch befragen nach, wie schön sind sie, wie ästhetisch sind sie? Und das ist das Besondere an Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Kultur, dass sie eben das hat, was andere Maßnahmen in anderen Bereichen oft nicht haben. Diese Transformation im Sektor kann nur funktionieren, wenn es uns gelingt, sie bottom-up und top-down gleichzeitig zu machen. Sie kann nur funktionieren, wenn wir sie Schritt für Schritt machen. Nicht zu schnell. Sie erinnern sich an meine wirklich schlaue Oma. Wer es eilig hat, geht langsam. Wir werden es datenbasiert machen, damit wir verstehen, wo wir stehen und auch verstehen, wo welche Maßnahmen welchen Effekt haben. Und wir werden es ko-kreativ machen, also zusammen. Wir werden es in Austausch bringen. Wir werden lernen von den Erfolgen und wir werden lernen auch von den Fehlern. Und dadurch kriegen wir das Tempo da rein. Und wie machen wir das? Ich wünsche mir das, dass wir das wirklich mit Sprezzatura machen. Sprezzatura ist so ein italienisches Wort für eine schwere Sache leicht erscheinen lassen. Es ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, aber vielleicht gelingt es uns mit einem gewissen Augenzwinkern, ihr eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen. Ein weiterer Bereich, wo wir sehr, sehr klar hinschauen müssen, zur Frage, wie geht diese Transformation? Wir müssen Mitigation, also Vermeidung von Umweltwirkung genauso denken wie Adaption. Das ist die harte Wahrheit. Wir müssen uns jetzt heute schon mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen. Auch heute, wenn Sie ein Museum umbauen, in 3 Jahren fertig sind, in 5 Jahren fertig sind, muss dieses Museum auf die klimatischen Bedingungen im Jahr 2030, 40, 50 reagieren. Das heißt, wir müssen jetzt schon
sozusagen nach vorne schauen und bei diesen ganzen tollen, großartigen Institutionen, Häusern, die die Kultur ja auch bespielt, müssen wir jetzt schon mitdenken, Adaption, also Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Das kommt immer ein bisschen kurz. Das ist aber nicht ein Entweder-Oder, sondern wir müssen beides zugleich machen. Wir müssen uns die Big Points anschauen, die wirklich großen Hebel, nämlich wie kommen wir von den fossilen Kraftstoffen weg, wie können wir unser Mobilitätssystem umbauen. Und wir brauchen aber auch die kleinen Momente der Selbstwirksamkeit, die kleinen Momente, wo man erfährt, wie geht denn das eigentlich? Das müssen wir zusammen denken. Was haben wir bis jetzt gelernt? Wo stehen wir eigentlich? Ich habe das Gefühl, wenn wir so stehen, fühlen wir uns ein bisschen wie dieses kleine Orang-Utan-Baby. Wir haben immer das Gefühl, wir haben einen riesen Fußabdruck und wir sind wahrscheinlich ganz schädlich, aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, so fühlt man sich. Man fühlt sich immer so ein bisschen zu dick, aber man weiß eigentlich gar nicht, wo man steht. Die Engländer haben da diesen schönen Satz, what you measure, you will manage. Also ich glaube, es macht total Sinn, mal zu messen, wo steht die Kultur, welchen Einfluss hat sie? Und ich sage gerne, und bis jetzt wurde es nicht widersprochen, wenn ein Interviewer, Interviewerin mich fragt, sage ich wahrscheinlich ein Jahr, Berliner Kultur ist ungefähr ein Bundesligaspieltag oder weniger. Also irgendwann müssen wir uns vielleicht auch mit anderen Sektorenbereichen vergleichen. Und solange wir die Daten nicht haben, werden wir in diesem Vergleich eher immer die Daten der anderen benutzen. Und das wäre mir ein Anliegen, dass wir als Sektor uns diesen Daten nähern. Dafür haben wir ein Pilotprojekt gestartet. Wir haben mit dem Sektor zusammen erste Versuche in der Anwendung eines deutschen CO2-Rechners gemacht. Den haben wir jetzt mit 100 Pilottesterinnen geprüft. Die haben den angewandt, haben geschaut, was funktioniert da, was funktioniert nicht. Ganz unterschiedlich. Ne? Wir sehen es, ein paar von Ihnen sind auch heute dabei oder werden präsentieren in den nächsten Tagen. Und es ging immer um die Frage, können wir ein niedrigschwelliges Angebot schaffen, was der Kultur ermöglicht, dieses Thema Klimabilanz aus sich selber heraus zu verstehen. Die EngländerInnen sind da natürlich viel weiter, die machen das seit über 10 Jahren. Dann kriegt man so schöne große Grafiken, wo man so sieht, das ist der Gesamtfußabdruck des Sektors. Ich finde das irgendwie spannend, weil er einen so ein bisschen die Diskussion mit PolitikerInnen ermöglicht und auch die Diskussion mit der Wirtschaft, weil es ist ein Indikator der Zukunft, es ist auch ein Wertesystem. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, CO2 ist nicht alles. Ne? Also Nachhaltigkeit ist nicht nur CO2, das ist ganz wichtig, aber es ist ein guter Anfang, weil es eben so ein Indikator ist, den wir alle irgendwo verstehen und auch in ganz vielen Bereichen sehen. Also in der Mobilität haben wir das Thema CO2, in der Energieerzeugung, Speicherung, Distribution haben wir das Thema CO2. Das heißt, das sind so, ich sag mal, wie so ein Esperanto, was die Kultur mit anderen Wirtschaftsbereichen vielleicht lernen könnte, um sich zu kommunizieren. Ich habe es zwar am Anfang gesagt, es ist ein komischer Tag heute, wo man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, wenn knappe 1000 Kilometer von Berlin ein Krieg gerade losgeht. Und ich finde es auf der einen Seite total irrsinnig schwierig, weil ich das Gefühl habe, man müsste sich da viel klarer zu positionieren und merke aber auch zugleich meine absolute Hilflosigkeit, ob dieser Situation, ob dieses Angriffskrieg, der da gerade auf die Ukraine stattfindet, und merke aber auch, dass ich auf der einen Seite denke, ich sollte dazu was sagen, auf der anderen Seite aber auch nicht. Und ich finde das aber ist ein ganz interessantes Thema, weil das hier für die Kultur für mich so wichtig ist. Wir haben jetzt in der Pandemie sehr unangenehm gemerkt, diese Diskussion um die gesellschaftliche Relevanz von Kultur. Also ich kann mir eine Gesellschaft ohne Kultur gar nicht vorstellen. Was ist das für eine komische Diskussion? Aber sie wurde geführt und mir ist klar geworden, wenn die Kultur sich aus bestimmten gesellschaftlichen Bereichen zurückzieht, an gewissen gesellschaftlichen Bereichen Aufgaben nicht beteiligt, ist diese Relevanz natürlich ein tricky Ding. Und deswegen glaube ich, dass, und am Anfang habe ich ja gesagt, Kunstfreiheit und Nachhaltigkeit gehen so zusammen. Ich glaube auch, dass gesellschaftliche Relevanz und Nachhaltigkeit auch zusammengehen. Und in dem Moment, wo die Kultur diese Experimente anbietet, ausprobiert, dokumentiert, kommentiert, der Gesellschaft zur Verfügung steht, glaube ich, entsteht eine weitere gesellschaftliche Relevanz zu der Relevanz, die die Kultur sowieso schon hat. Wie soll denn das bloß gehen? Jetzt habe ich wahnsinnig viel erzählt. Sie sagen, oh Gott, wie soll denn das sein? Mein erster Vorschlag wäre Don't Panic. Sie erkennen den kleinen Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis. Und da gibt es diese tolle Szene, wo die beiden diesen riesigen Computer am Ende fragen, was ist die Antwort auf alles? Sie kennen, wenn Sie den Film kennen, wunderbar, wenn Sie das Buch kennen, umso besser. Es kommt diese Szene, wo Sie den größten Computer des Universums fragen,
gib uns die Antwort für das Leben, das Universum und alles, was da ist. Und die Antwort nach 33 Fantastilliarden Jahren, wo dieser Computer rechnet, ist 42. Die Antwort auf alles ist also 42. Und jetzt habe ich gedacht, 42, das ist ja schön, weil 42 Mal steht der Begriff Transformation im Koalitionsvertrag. Also, Herr Anhalter durch die Galaxis hat gesagt, die Antwort auf alles ist 42. Und wenn Sie den Koalitionsvertrag sauber durchlesen, werden Sie sehen, 42 Mal steht es da drin. Also irgendwas muss da ja sein. Das Schwierige ist, dass Transformation ist so ein ähnlich unangenehmer Begriff geworden wie Nachhaltigkeit und klimaneutral. Alle nutzen ihn irgendwie. Und ich finde es eigentlich ganz gut, sich mal zu fragen, was meinen wir denn eigentlich mit transformieren? Also was transformiert hier in was? Und damit wir das vernünftig machen können, müssen wir als kultureller Sektor, das ist mein Vorschlag, sowas entwickeln wie eine Ambiguitätstoleranz, weil wir sind immer zwischen Utopia und Dystopia. Wir werden immer aus einer großen Angst vor der Katastrophe agieren. Wir können aber genauso mit einer großen Sehnsucht nach einer besseren Welt etwas bauen. Und beide Momente haben natürlich ihre eigene Qualität. Und die Situation, die wir hier beschreiben, wenn wir sagen Nachhaltigkeit, ist leider nicht so spezifisch genau, wie man sie sich wünscht. Und das sage ich allen, die sich diesen Riesenaufgabe Transformation genähert haben. Das ist eine tricky Sache. Ne? Wir müssen lernen, dass es vielleicht im Moment beides ist, Utopie und Dystopie. Aber je aktiver wir diese Transformation angehen, desto besser. Ich habe jetzt hier mal so ganz praktisch mal aufgeschrieben, wie ich glaube, dass so ein Transformationspfad einer zukunftsfähigen Kultur aussehen könnte. Wir müssen Kompetenzen und Kapazitäten aufbauen. Wir müssen Ressourcen aufbauen, damit diese Menschen, die das an den Häusern machen, auch dabei unterstützt werden und das nicht in ihrer Freizeit machen oder ab 17:30 nochmal eine halbe Stunde Nachhaltigkeit machen. Ich glaube, dass das Thema Klimabilanzierung von dem Sektor so entwickelt werden muss, dass man sozusagen das im Griff hat, dass nicht von außen jemand kommt und sagt, ich mache jetzt meine Klimabilanzierung und am Ende ist dein Ergebnis 100 und was heißt das? Keiner weiß es. Das, glaube ich, fände ich wichtig. Wir müssen dann Maßnahmen und ableiten und umsetzen. Also wir dürfen nicht sagen, die Klimabilanzierung, das Reporting ist sozusagen die Bedingung, die wir alle haben, dann läuft das schon. Ne? Wir müssen da Maßnahmen planen, umsetzen. Und daraus bauen wir dann in der Tat hoffentlich ein strategisches Umweltmanagementsystem. Wie machen wir das? Ich habe es vorhin gesagt mit Sprezzatura. Hier ist nochmal das GIF, was ich eben nicht hatte. Perfect Imperfection Studied Carelessness. Wie kann denn das gehen? Woher sollen diese Kompetenzen denn kommen? Wir im Aktionsnetzwerk haben diese Weiterbildung Transformationsmanagerin Nachhaltige Kultur, die genau diese Kompetenzen ausbildet. Zusammen mit der IHK Köln haben wir diesen Weiterbildungslehrgang jetzt zweimal durchgeführt. Es gibt jetzt, ich glaube, 60 IHK-geprüfte Transformationsmanagerinnen, also Akteurinnen aus dem Sektor, die genau gelernt haben, diese Kompetenzen, die sie dafür brauchen, auch anbieten zu können. Die nächste Runde startet Ende April und mein Kollege Valentin Gref wird, ich glaube, heute oder morgen noch was dazu sagen. So, und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Das war ja alles nur Intro. Ich habe es am Anfang gesagt, es geht um die Chancen, die Herausforderungen und die Elefanten im Raum. Sie erinnern sich, wir wollen 5 Maßnahmen vom Wissen zum Handeln kommen. Und hier nochmal Überblick, 4 Wochen Experimente, Austausch, Datensammeln, Verstehen, Kompetenzen. Ich lese es viel zu schnell, müssen nicht machen. Warum mache ich das so schnell? Weil die nächsten 2 Tage machen genau das. Wir wollen eigentlich verstehen, wie weit sind denn eigentlich die AkteurInnen schon auf dem Weg? Und wir haben uns dafür ein aus unserer Sicht spannendes Programm zusammengestellt, was sehr, sehr breit ist und auch einem bestimmten Format folgt. Nämlich das, was Sie, das, was Sie hier sehen, ist, hier geht's los, ne? Das sind praktisch diese beiden Tage. Und Sie sehen, die Slots sind sehr, sehr kurz. Also die Sprecherinnen haben 15 Minuten. Dann haben wir nochmal 15 Minuten im Breakout-Raum. In der Zwischenzeit ist manchmal eine Pause, manchmal geht es Tür zu Tür. Und dann kommt die nächste. Es ist so ein bisschen wie, ich habe früher, als ich klein war, nächtelang MTV geguckt. Und es kam immer noch ein Video, noch ein Video. Und so ist es ein bisschen. Das heißt, wir haben uns wirklich gedacht, wir wollen ein ganz heterogenes Bild hier zeigen. Und Sie haben die Möglichkeit, sich einfach rauszusuchen, was Sie jetzt gerade interessiert. Und sich dann reinzuschalten und hart gesagt auch wieder rauszuschalten, wenn Sie es nicht interessiert. So ist eben Fernsehen. Also wir machen es ein bisschen wie eine Fernsehshow. Wenn Sie sagen, ich will von dem Achim Königke unbedingt mehr wissen, der ist um 13:30 dran, 13:45, dann können Sie danach mit dem Achim Königke in einen Breakout-Raum gehen. Das heißt, alle Sprecherinnen sind danach in einem Breakout-Raum. Und wir haben heute ab 18 Uhr dann nochmal im Wonder einen Gesamtraum, wo wir uns gemeinsam zusammenfinden.
ne, diese Übersicht, die kennen Sie wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal durch. Wir fangen an um 12.30 Uhr, Christoph Hügelmeier von der KBB. 12.45 Uhr haben wir Birgit Heitzig, die spricht über den Ansatz grünes Kino. Wie können Filme in Kino in Zukunft nachhaltiger gezeigt werden? Die Aktivität der FFA. Danach freue ich mich sehr um 13 Uhr auf die großartige Yvonne Büdenhelzer, die im Kontext des Theatertreffens ganz viele sehr, sehr spannende Sachen gemacht hat, sowohl mit dem Theatertreffen selber eine Klimabilanz erarbeitet oder da drin ist, auf der anderen Seite mit den Gewinner, also mit den ausgezeichneten Häusern, Inszenierung auch in die Zusammenarbeit gegangen ist über das Thema Nachhaltigkeit, darüber wird sie berichten. Jetzt 13.30 Uhr, dann, ich habe schon gesagt, Achim Königke, ganz spannend. Wir haben im Netzwerk auch Städte als Partnerinnen. Sagt man, was hat eine Stadt im Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit zu tun? Das, was Achim Königke aus unserer Sicht in Würzburg macht, ist wirklich exemplarisch spannend. Bündnis Klimakultur, er wird es vorstellen. Also wie kann ein innovativ denkender Mensch in der Kulturverwaltung einer Stadt mit den Kulturinstitutionen einer Stadt in eigentlich eine Zusammenarbeit im Thema Nachhaltigkeit bauen, darüber wird er sprechen. Dann 14.15 spricht Katja Münzermann vom Bundesverband der Darstellenden Künste. Die haben einen sehr spannenden Prozess gestartet. Es gibt einen Leitfaden, ein Handbuch. Sie wird darstellen, wie dieses Thema denn da jetzt gerade diskutiert, besprochen wird. Also soll sie selber machen. 14.45, dann freue ich mich sehr auf Annette Jung vom MDR. Sie ist Nachhaltigkeitsbeauftragte beim MDR und die ARD ist ja Partnerin des Aktionsnetzwerks. Und wir haben die ARD gefragt, wer will denn aus der Gruppe was vorstellen? Was ist denn aus eurer Sicht gerade das heißeste Eisen, was ihr habt? Und dann hat die MDR gesagt, wir machen das. Also das 14.45. Und jetzt zwei Menschen, die ich beide wunderbar finde, sind beide Doktoren, Dr. Henning Mohr, Dr. Ralf Weiß. Henning Mohr kennen Sie wahrscheinlich sehr, sehr sicher als der neue, innovative, tolle Typ in der kulturpolitischen Gesellschaft. Also wirklich Hut ab, Henning, was du da stemmt oder gestemmt hast. Und Ralf Weiß kennen Sie vom Netzwerk Nachhaltigkeit in 2N2K, Netzwerk Nachhaltigkeit, genau, in Kultur und Medien, Kulturagenda 2030. Und die beiden zusammen mit dem Öko-Institut haben ein spannendes neues Projekt, was, glaube ich, mehr oder weniger jetzt startet, Culture for Climate, das werden Sie vorstellen. Ich bin da höchst gespannt. Danach kommt jemand, den haben Sie vielleicht schon ein paar Mal gehört, Miriam Zwass ist Kuratorin am Museum Ludwig. Das ist das, was sie wirklich als Passion gelernt hat. Aber sie hat sich jetzt eben auch im Rahmen der Weiterbildung zur Transformationsmanagerin mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, was jetzt dazu geführt hat, dass die da einige Prozesse auf der Ebene machen. Jetzt kommt um 16.30 Uhr was Spannendes, kleiner musikalischer Beitrag, Eva Sauter mit von der Band Okay, Danke, Tschüss. Da geht es einfach erstmal nur um tolle Musik, um dann 16.30 Uhr Lana und Marcel von der York Kinogruppe zu haben. Die sprechen darüber, was machen die in den Kinos. Gibt es vielleicht eine Schnittstelle zum Projekt von Birgit Heitzig? Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann 17.15 Uhr Sarah Abasi, Ruhrtriennale, Klimabilanz, Nachhaltigkeit. Wie geht das? Geht das überhaupt? Ich freue mich sehr drauf. Und dann am Ende sage ich noch mal ein paar Sachen. Warum ist uns das wichtig, dass wir heute zusammengekommen sind? Ich habe es, glaube ich, gesagt. Nachhaltigkeit ist ein Teamsport, Transformation ist ein Teamsport und wir werden Ihnen jetzt in der nächsten Zeit einfach unsere aus unserer Sicht spannendsten Teamplayer zeigen und in dem Sinne, ich bin damit durch und wünsche Ihnen ganz viel Spaß